Jetzt am Wort ist Hubert Fuchs von den Freiheitlichen. Die Übertragung der Liegenschaften an die BIK ist sehr kurzfristig, nicht zu Ende gedacht und daher abzulehnen. Das Bundesheer hat bis dato noch nie einen Mehrwert von dem Verkauf von Liegenschaften gehabt. Als Scheinargument, und Sie haben es auch im Ausschuss verwendet, wird immer wieder gebracht, die Notwendigkeit der Kasernensanierungen. Ja, Frau Bundesminister, viele dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen stehen an, beziehungsweise sind schon längst überfällig. Aber eine Junktimierung von Kasernenverkäufen mit Kasernensanierungen, das ist der falsche Weg. Ein Verkauf von militärischen Liegenschaften hat schon in der Vergangenheit dem Bundesheer nicht einmal einen vernünftigen Einmaleffekt. Dafür aber den Verlust von notwendigen Ausbildungs- und Unterkunftsmöglichkeiten in den Bundesländern gebracht, der nie wieder gut zu machen ist. Frau Bundesminister, Sie haben auch im Ausschuss betont, dass lediglich militärisch nicht notwendige Liegenschaften an die BIK verkauft werden. Es ist aber zu befürchten, dass diejenigen Liegenschaften als militärisch nicht notwendig klassifiziert werden, die BIK kaufen und verwerten möchte. Die Preisfindung, so haben Sie es im Ausschuss gebracht, soll durch eine Bewertungskommission erfolgen. Das ist der falsche Weg. Eine Bewertungskommission ist nie in der Lage, einen transparenten und auch maximalen Verkaufspreis zu ermitteln. Die FPÖ fordert einen sofortigen Stopp der geplanten Liegenschaftsverkäufe an die BIK. Und sofern Sie, Frau Bundesminister, nicht davon abzuhalten sind, militärische Liegenschaften zu verkaufen, dann bitte am freien Markt, aber nicht an die BIK. Der freie Markt alleine ist in der Lage, einen transparenten und auch maximalen Kaufpreis zu ermitteln, aber nicht eine Bewertungskommission, die von Ihnen eingesetzt wurde. Vielen Dank. Hubert Fuchs von der FPÖ spricht über den Antrag der Freiheitlichen, in dem sie die Verteidigungsministerin auffordern, dass der Verkauf militärischer Liegenschaften und die Übertragung dieser an die Bundesimmobilienagentur, die BIK, gestoppt werden soll. Das Bundesheer habe keinen Mehrwert vom Verkauf und würde dabei Liegenschaften verlieren, die es nie wieder zurückbekommen werde.